Alter, was geht ab, Leute, Junge? Wir starten das Video erstmal mit Sierra. Von der brauche ich noch ein Shiny. Und danach, falls wir irgendwo einen Giovanni finden, können wir den auch abholen. Habe ich gestern nicht gemacht, denn gestern kam zu viel dazwischen. Leider nicht Shiny. Check das Video von gestern ab. Da war was Saftiges mit dabei. Ansonsten ein paar gehen machen und schauen wir, was so reinkommt. Ich mach grad ein paar gehen. Hab jetzt 13 oder so. Da vorne kommen nochmal zwei. Da ist der geilste Stop überhaupt. Flavor of Vietnam, Alter. Echt ein geiler Stop. Und direkt am Stop von Flavor of Vietnam, was bekomme ich, Alter? Ein Sichel. Oh, 260. Ich dachte 2000 irgendwas, Mann. Aber ey, nehme ich gerne mit. Vor allem, nachdem ich den so lange damals gejagt habe. Seitdem habe ich den 6, 7, 8 Mal bekommen. Aber nicht schlecht. Vielleicht ist es ja 100. Wer weiß. Nee, ich nehme mal einen random Alola Gaichu mit. Ihr kennt die Gründe. Ich sollte mal nachschauen, wie viele wir schon gemacht haben. Kann ich aber nicht ganz genau, weil ich habe nicht auf welche getauscht. So. Und gib mir 100er Shiny. 12,92. Leider nicht. Vielleicht ein Shiny zum Tauschen? Nein, leider auch nicht. Ich nehme hier mal noch einen Gaichu mit. Es ist bisher immer noch kein Tangela aufgetaucht. Und es ist kein Giovanni aufgetaucht. Ich krieg nur diese Täuschrüpel, die Attrappen. Beim letzten Mal, also bei Arctos, war direkt der erste, sogar bei mir zu Hause, Giovanni. Und dieses Mal kriege ich nur die Fakes. Aber ich frage mich, ob das so schlecht ist, weil das sind ja extra Rüpel, die man besiegen kann. Und wenn man das ausnutzt, bis zum Ende des Monats und sich dann erst das holt, hat man halt so viel mehr Rockets an sich. Also in der Theorie, oder nicht? Was meint ihr? Soll ich noch warten? Also eigentlich hätte ich es jetzt geholt für die Folge, aber ich brauche so eine Schlagzeile. Aber an sich ist es eigentlich viel schlauer zu warten und dann viel mehr Rocket zu machen. Mal aufpassen, dieses Raichu hat irgendwas Heftiges, das irgendwie uns zerstört. Was kann der für eine Attacke, Alter? Das ist unser viertes Pokémon, ich brauche nie vier. What the fuck? Was kann das? Strauchler. Okay, krass. Und ich kämpfe natürlich mit Boden und so. Kein Wunder, dass das Lizaros und Godon und so weggehauen hat. Ja, wieso kann der Strauchler, Mann? 1283. Immer noch nicht. Ah ja, und ich wollte mal nachschauen, wie viele Raichu ich gemacht habe. Ne, nicht Shiny. Zeige ich euch, wenn wir raufgehen. Es ist noch ein Highlight reingekommen, Leute. Jetzt muss ich nur noch ins Spiel. 100er Burmi, grün. Problem ist männlich. Ihr wisst, alle männlichen entwickeln sich zum selben. Aber einen männlichen brauche ich auf jeden Fall. Da würde nur noch ein weibliches grün und ein weibliches rosa fehlen. So, hier irgendwo am Ende der Grünfläche, ah ja, da vorne, wo die Kollegen stehen. Die fahren mich dann auch gleich direkt heim. Perfekt. Alter, das war geschenkt. Ich war auf dem Heimweg mit der Tram. Ihr wisst, noch ein paar extra Stops drehen. Und das ist genau die Tram, die hier hält. Ich steige halt ein paar Stationen früher aus. Aber es ist halt genau die Tram. Grüße gehen raus an die 27er Richtung Petul ging.
Alle Informationen zu der Map kommen noch oder sind unten in der Beschreibung verlinkt. Abo kostet 3 Euro und damit könnt ihr saftige 100er bekommen. Es geht vor allem raus an die Münchner. Ah ja, da ist er schon. Die zu geizig sind und die Map umsonst haben wollen. Ich schwöre euch, es lohnt sich. Da ist er. Ich hab ihn schon. 100. Aber leider männlich. Geschlechtstransplantation wäre nice. Ja, was geht, Leute? Nächster Morgen. Gestern, recht erfolgreicher Tag. Ich kann mich nicht beschweren, vor allem das grüne Brummi. Es war leider männlich. Es kam dann noch ein männliches grünes Brummi rein. Und leider habe ich am ersten Abend den rosanen verpasst, weiblich. Dann würde mir jetzt nämlich nur noch ein grüner weiblicher fehlen. So fehlen mir noch 2. Die werden euch noch bis Donnerstag. Mal schauen, ob ich die noch erwischen kann. Ist aber auf jeden Fall sehr schön zu sehen, wie stabiler die Map immer wird. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Kostet nur 3 Euro im Monat für alle Münchner oder Spoofer. Wobei Spoofen, dann habt ihr wahrscheinlich eure eigenen Quellen, wo ihr eure 100er herbekommt. Ja, Giovanni habe ich gestern nicht mehr gesehen. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil wie gesagt, das bringt ja extra Rocket Rüppel. Der kommt, wenn er kommt. Falls ich ihn jetzt die Tage irgendwie finde, ohne extra zu suchen. Dann werde ich ihn wahrscheinlich mitnehmen. Wenn nicht, dann nehme ich gerne die extra Rocket Stops mit. Also Rocket Rüppel. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wie das Event so bei euch läuft. Welche Shinies konntet ihr euch bereits ergattern? Habt ihr schon Shiny Brummi? Denn ich habe noch kein einziges. Wobei in den letzten paar Tagen ist Brummi ein bisschen seltener geworden. Am Anfang habe ich echt eine Menge gesehen und gefangen. In letzter Zeit gar nicht mehr so viele. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.